über 1500 PS. Was? Alter. Okay, also wenn es mit dem nicht möglich ist, einen neuen Streckenrekord aufzustellen, dann weiß ich auch nicht. Alter, Falter, ist das Ding schnell. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Champion Show. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute haben wir was ganz Besonderes vor. Und zwar versuche ich heute den Weltrekord auf Spa zu brechen. Mit dem Teil da. Wahnsinnig schnell, wahnsinnig unrealistisch, denn das ist kein echtes Auto, sondern ein Prototyp der Red Bull X2010. So, hier haben wir das gute Stück. Momentan bei 630 Horsepower, also richtig, richtig schnell. 350 km/h, das ist die Standardvariante. Also das ist die langsame Variante von den beiden, die hier bei dieser Mod mitgeliefert werden. Die andere ist die S1, die schnelle, die hat mal so eben 1500 PS. Und wir versuchen heute den Weltrekord auf Spa einzustellen, beziehungsweise ich will eigentlich zwei Rekorde einstellen. Zum ersten will ich mit dem normalen fahren und ihr seht es hier oben, mein aktueller Streckenrekord auf Spa ist mit dem F2004, also dem Formel 1 Wagen von Ferrari aus dem Jahre 2004 mit einer 1,46,4. Das ist meine schnellste Runde, die will ich auf jeden Fall mit diesem Wagen versuchen, als allererstes zu knacken. Und dann, wenn das klappen sollte, gehen wir auf Weltrekordjagd mit der S-Variante. Und zwar liegt der aktuelle Streckenrekord von Spa bei einer 1,41,5. Damals eine Zeit von 2018 von Sebastian Vettel im Ferrari SF71H. Das der Vollständigkeit halber. Schwingen wir uns auf die Strecke und schauen mal, was der Red Bull X2010 so kann. Alter! Kai, erstmal Hightech. Okay, okay. Also ich würde sagen, vergleichbar mit einem Formel 1 Wagen. Vom Speed. Oh, ist der ruhig auf der Straße. Geil. Damn, ist der schnell. DRS hat er nicht, aber einen siebten Gang. So, jetzt schauen wir mal die Bremse. Oh Gott, ist die Bremse gut. Also mit dem... Es gibt auf jeden Fall keinen Sound für Crashes. Okay. Mit dem das Maximum rauszuholen, wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Und auch das Differential bislang noch nicht so wirklich das Problem. Ah, kann man fast einfach flat rein hier. Ich glaube, in den meisten Kurven braucht man gar nicht bremsen, sondern man muss einfach ein bisschen vom Gas gehen. Das reicht schon. Also, die Mod kann ich auf jeden Fall jetzt schon empfehlen. Ist unten in der Videobeschreibung. Holt euch das Teil. Kostenlos einfach runterladen, drauf machen und genießen. Das Teil ist schnell, das Teil fährt sich akkurat, das Force Feedback ist gut. Kann ich jetzt schon ohne Probleme empfehlen. Ey, ich bin schon so gespannt auf die 1500 PS Variante nachher. Los geht's. Erste schnelle Runde aufs Bar. Mal sehen, wo wir da rauskommen. Okay, Eau Rouge, natürlich flat, ist klar. Mal sehen, ob die 1,46 jetzt gleich schon wackeln. Ob wir da eine Chance haben. Oh, man kann das alles noch so viel schneller fahren, glaube ich. Ich traue mich nur nicht. Weil da ist so viel Power dahinter. Lecco mio. Man muss auf jeden Fall auch vorsichtig beim Beschleunigen sein. Darf es nicht übertreiben. Also man merkt schon, auf so einer Strecke wie Spa, die ja viele schnelle Abschnitte hat, kommt das Auto schon an seine Grenzen. Aber nicht, weil das Auto an seine Grenzen stößt von dem, was möglich ist, sondern weil die Strecke nicht mehr hergibt. Er will noch schneller. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Was ein Auto. Wir sind jetzt auf 2 Minuten Kurs im Moment. Sagt zumindest mein Anzeiger, aber das stimmt natürlich nicht. Das war wegen dem Dreher vorhin. Aber die 1,46 haben wir nicht geschafft. Das war jetzt eine 1,49,9. Also wir müssen noch wirklich mindestens 3 Sekunden rausholen mit dem Auto. Mal sehen, ob mir das gelingt. Deswegen Montage-Time. Aber da sieht man mal, die 1,46, die ich da gefahren bin mit dem Ferrari 2004, die war schon gar nicht so schlecht. Wenn man mit so einem Prototyp von 2010 erstmal noch sich krass verbessern muss, um da überhaupt dran zu kommen. Aber da ist ja noch massig Zeit auf der Strecke, also ganz ideal fahre ich es ja auch noch nicht. Ah, oh, hier kommt er immer ins Schleudern.
zwei Zehntel gut gemacht. Ist noch zu wenig. Ruhe ist halt überhaupt kein Problem mit dem Auto. Der ist so ruhig bei den Geschwindigkeiten beim Einlenken. Das ist eigentlich unnormal. Gut, es ist auch nicht echt. Also es ist ja ein Prototyp. Also bei der 1.46, da muss ich auch mit dem F1 2004 gefahren sein wie ein Madman, ey. Ich komme aktuell noch nicht ran. Zu früh. Und dann dreht er sich wieder. Das ist einfach so ohne Grund. Ja, da waren jetzt auch schon wieder ein paar Fehler dabei bei der Runde. Aber ansonsten ist er eigentlich relativ schnell. Ja, irgendwie. Na, das zählt die Runde wieder nicht. Aber der Busstopp ist mit dem Auto wirklich gar nicht toll. Also aktuell schaffe ich es leider nicht, aber ich werde jetzt noch einen Versuch wagen. Ich hau nochmal alles rein, was drin ist im Tank. Ja, ich habe versucht, das Ganze jetzt so aggressiv wie möglich zu fahren, aber eine Sekunde werde ich im Busstopp wahrscheinlich nicht holen. Da müsste schon ein Wunder passieren. Im Gegenteil, ich drehe mich auf den Curbs. Also im Busstopp struggle ich wirklich hart mit dem Auto. Weil es in diesen Coast-Bereichen so viel Traktion verliert. Jetzt haben wir die Bestzeit nochmal geknackt. War das unsere beste Runde? Sieht so aus von der Zeit her. Aber da waren auch kleine Mikrofehler drin. Also eine 46er-Zeit wäre schon möglich, aber... Ja, und da kommt wieder das Heck. So viel Zeit verloren. Nur im Busstopp, weil er sich da einfach gar nicht durchlenken lässt. Also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ich da einstellen kann im Setup, was mir helfen würde im Busstopp. Aber das war's auf jeden Fall erstmal von dem Fahrzeug. Und jetzt steigen wir mal noch in den dreimal so stark befeuerten Red Bull und schauen uns dann mal an, ob wir mit dem vielleicht eine unserer Bestzeiten schlagen können. Weil ich bin ganz ehrlich, die 1.41, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist für mich. Über 1500 PS. Was? Alter! Okay, also wenn es mit dem nicht möglich ist, einen neuen Streckenrekord aufzustellen, dann weiß ich auch nicht. Alter, fällt das Ding schnell. Ach du Scheiße. Die Bremse dreht auch nicht so schnell durch. Also die Räder blockieren nicht. Man kann viel härter bremsen, was gut ist. Und wie ist die Aero? Okay, die Aero ist gut, aber so gut ist sie auch wieder nicht. Holy Schmidtmeier, ist das Ding schnell. Erster Versuch auf eine gezeitete Runde. Ich glaube, der Streckenrekord wackelt. Alter, wie langsam man in der Kurve ist und wie schnell man rausbeschleunigt. Boah, das war schon knapp mit Orange. Boah, und wie krass die Bremse einfach ist. Man denkt so zuerst, boah, da geht gar nichts. Der bremst ja gar nicht ab. Und auf einmal steht er und denkst du, hä? Aber ich wollte doch nicht stehen bleiben. Ich wollte nur ein bisschen abbremsen. Wahnsinn, was ein Auto. Wir sind jetzt schon auf dem 32er Kurs. Boah, da musste ich jetzt gerade auch kurz bremsen, um da überhaupt um die Kurve zu kommen. Alter, ist das Ding schnell. Da werden jetzt sämtliche Rekorde geknackt, ey, mit dem Teil. Okay, den Busstopp noch überleben. Dann haben wir alle Rekorde geknackt. Boah, da kommt er aber gerade so zum Stehen. Da muss man ein bisschen früher bremsen als mit dem anderen Modell. 1,32. Ich glaube, da geht aber noch was. Fährt sich grandios. Boah, jetzt bin ich da ein bisschen rausgekommen. Schade. Da ist schon die Linie wieder dein bester Freund eigentlich als Bremspunkt. Na, ich habe gedacht, man kann vielleicht einfach nur lupfen. Aber man muss da wirklich ein bisschen anbremsen, sonst kommt man nicht rum. Also man müsste jetzt hier noch mehr Zeit reinstecken, um eine richtig krasse Runde rauszufahren. Also wenn ihr auch nicht mehr aus dem Grinsen rauskommen wollt, dann ladet euch das Teil runter, kostenlos unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Versuchen, diese 1.27.7, die jetzt nicht ganz legal war, aber oder die 1.32 zu knacken. Ihr könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, was eure beste Zeit am Ende war. Aber ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao.